Und damit herzlich willkommen zurück zu Portal Knights mit eurem Flash-Shooter. Ja, ich bin hier auf meiner Insel wieder. Und ich habe in der Zwischenzeit den Kupferstab gemacht, der Natur. Übelst krass gegen Donnerfeind. Wie ihr da sehen könnt, habe ich hier Patronen aufgestellt. Und da hinten haben wir unseren Smart-Dinger und sowas. Und ich Trottel. Habe ja viel Emerald gefarmt. Wäre ja auch fast richtig gewesen, hätte ich nicht gedacht. Ah. Du musst eigentlich eher Rubine sammeln. Gut. Das ist aber nicht so schlimm. Für den Treffen. Oh, ihr seht, er macht schon übelst viel krassen Schaden. Aua. Nur der Slime, der frisst aber auch viel davon. So. Jetzt haben wir ein bisschen hier. Der Schleim ist weg. Komm her. Der stirbt auch schnell davon. Denn ich bin momentan viel am Farmen hier für Tränke und sowas. Als Magier bist dann sowieso ein bisschen da. Bisschen schwer vom betroffen. So, die Schildkröte noch hier. Na, ihr seht schon, der Unterschied vom Schadenwert ist extrem. Also bin ich mit dem Stab sehr, sehr, sehr gut bei bedient. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen Baumwolle sammeln. Und ein paar von den Jutendingern. Denn das brauchen wir gleich alles. Ihr seht da, hier ist unsere Farm. Denn ich bleibe hier nicht drauf. Denn ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen farmen. Ausgeben, farmen, Kohle und sowas. Habe ich auch gemacht. Wäre nicht das Problem gewesen. Mir wäre dann irgendwann aufgefallen auf der Karte, es gibt hier noch irgendwo Portale. Und die habe ich dann auch gefunden. Und zwar haben wir noch hier ein Portal. Von hier aus, wo wir jetzt gerade sind, geht's einmal hier rüber und einmal darunter. Einmal in die 6 und einmal in die 4. Wir sind ja in die 4 rübergekommen und da gab es ja in die 6 das. So, dann kam ich von der 4. Warum gibt es denn nur ein Portal darüber? Es blinkt auf einmal ein neues Ding auf. Oh, ihr schippt ja schon 5 Stunden verbleibend, okay. Und ja, da kann doch nicht wahr sein, dass da so wenig Portale sind. Alles klar, die Portale nochmal durchgeguckt. Sind tatsächlich dann ein paar Portale mehr aufgetaucht. Und da habe ich gedacht, ah, jetzt hast du es nie aufgenommen. Wird nicht so schlimm sein. Denn wir können ja da sozusagen schneller hinreisen, wenn wir da beim nächsten Mal hinwollen. Ah, jetzt ist der Kürbis noch nicht weitergewachsen. Wie viel Platz braucht der Kürbis denn? Oder allgemein? Also Baumwolle brauchen wir sowieso noch. Wie sagen hier wieder von denen welche anpflanzen? Das brauchen wir nicht. Ja, Kürbis, Weizen weiß ich auch nicht. Weizen und dann nehmen wir noch die Mörschen-Setzlinge. Jetzt hätten wir nur noch Baumwolle, aber brauchen wir. Wir können uns das ja sowieso machen. So, jetzt können wir noch craften. Denn ich will auf diese Rüstung gehen. Wo ist sie denn? Die wir vorher machen können. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Werkpunkt 2. Das ist die Lehrling. Ne, ne, ne. Wo ich denn den. Da ist die Hummel. Waldläufer. Nein. Ne, das ist nicht die Waldläufer. Auf dem Altar. Die können wir noch nicht machen. Wir brauchen den Leinschöffel. Wir brauchen mal Palmwedel. Deswegen wollte ich es auf. Die gehen. Also Rubinstaub. Brauche ich mal 1, 2, 3. Also einen Umhang. Größeren. Brauche ich mal 2. 6 mal Rubinstaub. Ich glaube, das kriegen wir auch sogar hin noch. Dann machen wir uns ein bisschen. Ein bisschen da was von. Gucken, wie viel haben wir denn? Ich kann die nicht mit Shift reinklicken, denn dann stecken die sich die Dinger nicht. Das muss ich immer so reinziehen, den ganzen Quatsch. Wen habe ich? 5. Ich brauche 6, ne? Ich hätte sogar noch. Ich weiß nicht, ob ich wie viel ich davon genau brauche. Hier haben wir noch da was von. Ob ich dir meine ganze da deck. Dann wechsle ich nämlich die Rüstung aus.
Einmal so. Zack. Und da muss ich, glaube ich, an den Altar. Da. Einmal. Zweimal. Genau, dann stellen wir noch einen davon her. Was habe ich denn jetzt schon? Ich habe die Robe, den Hut. Ach, die Schiefersteine muss ich wieder reinpacken hier. Die Robe, den Hut. Die Stulpen und die Hose brauche ich noch. Wie den Umhang. Jetzt gehe ich mal hier, wollte ich mal eben auf Tränke gucken. Und zwar mächtige Heiltrank, nein. Ah, Palmenfrucht, einfache Heiltrank. Hier gibt es nämlich Wasser und die. Und sonst haben wir halt die schwachen Heiltränke. Brauchen wir Wasser und sowas. Manuelles Herstellen geht sogar. Das heißt, wenn wir Karotten und Wasser haben, das haben wir, das weiß ich. Wasser haben wir. Davon haben wir auch noch welche. Ne, Karotten sind hier drinne. Auch davon welche drinne. Dann können wir die mal alles craften. Könnten wir hier ein paar einfache machen. Wie viele wie ich davon habe. Dann machen wir uns auch noch von welche. Zack. 24 Stück, die reichen, glaube ich, erstmal für den Anfang. Möhren. Ah, da sind die ganz stark, okay. Das ist der Umhangquatsch. Hier sind die Portalfragmente. Im Endeffekt können wir ja Wasser hier reinschmeißen. Was haben wir denn noch, was weg kann? Ja, nichts erstmal. Na doch. Ah, Baumwolle. Baumwolle packen wir mal einfach mit hier rein. Da kommt die noch rein. Gut. Dann möchte ich mich mal umziehen. Sieht auf jeden Fall fescher aus. Da haben wir noch nichts. Ah, alles klar. Also alles uninteressant. Das ist nur Kosmetik. Ich weiß gar nicht, ob das dann so wichtig ist für später. Ich muss mir überlegen, ob ich die alten Rüstung verkaufe oder ob ich sie irgendwo hin tue. Könnten sie da auch irgendwo hier reinpacken. Oder was meinst du, mein Freund? Ich habe Plätze für zwei. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz, das ist ganz gut. Vielleicht bleibt sie da drin, denn ich will jetzt einfach in die neuen Gefilde rein. Einmal verbessern. Oder eventuell noch ein. Ja, den Lehrlingsstab brauchen wir nicht. Ah, wir könnten die Kupfer. Die Kupfersense machen. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Waffen. Ja, damit. Ah, stark gegen Erde, okay. Ja, damit. Wenn wir uns das angucken, 15 Schaden, wo ist sie? Gegen 32 ist natürlich schon krasser, auf jeden Fall. Wo packen wir sie nur hin? Blocktechnisch eigentlich nicht. Hier können wir sie reinpacken. Was haben wir noch? Kupfer kann weg. Wir können hier ein Stack Holz können wir rauspacken. Erdblöcke, weiß ich nicht, sind nur Erdblöcke, die können wir zum Stack nehmen. Wir können sie aber auch einfach mitnehmen. Wenn wir es verlieren, ist das nicht so tragisch. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach dahin. Denn wir sehen, da hinten ist langsam auch die Zeit für die Monster. Da ist Stufe 8, da habe ich Bock drauf. Eisen. Stufe 8 ist schon krass. Zu den Folgen jetzt mittlerweile. Ich habe ja immer so nach 15 Minuten, also zwischen 15 bis 20 Minuten, habe ich ja immer einen Solo-Cut gemacht. Das ist mit der Verabschiedung und sowas. Und da habe ich mir gedacht, na schaffen wir gar nicht so viel. Das heißt, da muss ich auf die Zeit achten, mit durchquatschen, ne? Und den ganzen anderen Dingen. Habe ich gedacht, alles klar. Gehst du mal durch. Die gefallenen Junker lassen zurzeit spezielle Zutaten verwenden, sie um einen Trank der Flinkheit 2 herzustellen. Alles klar.
Ach, das ist so eine. Also kein Stab eher sozusagen. Knochen und Eisrose. Gucken, wie viel Schaden du da. Klatsch. Was will denn mein großer Freund hier? Komm, werd wütend. Komm. Ah. Kein Feuerball spucken. Also in der Hütte da unten ist auf jeden Fall gar nichts. Aber ich muss gucken, wo das. Ist da hinten das Portal? Nee. Das Portal ist auf jeden Fall noch nicht. Oh, Sprengbomben. Zauberschadenfläschchen. Okay, das ist natürlich auch nice. Reduziert den Zauberschaden für 2 Minuten, das ist gar nicht mal schlecht. Eine Trophäe der Gefallenen, ein Feuergeist, das kommt auch später weg. Kohle ist immer gut, Eisrosen sind auch Dingestände, die erstmal wegkommen. Hier sind wir gelbe Portalsteine, die will ich ja sammeln momentan. Wir haben auf jeden Fall ein paar Smaragde mit hier. Da können wir ja ruhig den hier nehmen, der macht ein bisschen mehr Schaden dagegen. Da, Rohrstromquarz, den suche ich auch noch die ganze Zeit, dass ich den auch noch ein bisschen zusammenkriege. Deswegen habe ich den auch bei mir, da ist nochmal so ein Verzack. Wir nehmen erstmal noch den Kürbis hier mit. Ich gewöhne mich mal an, dass ich den vielleicht da hinsetze. So. Nochmal einen rohen Sturmquarz. Hier habe ich so eine kleine Höhle gerammt, dass man einfach hier so ein bisschen rein kann und so ein bisschen. Da stand ich mal AFK hier drin, ne? Einfach nur aus dem Grund, AFK stehen zu können. Irgendwas werde ich schon treffen. Oh, Rezept der Flinkheit. B einmal. Das kommt gleich noch in die Kiste. Das kommt in die Kiste. Das sammeln wir auf jeden Fall auch. Können wir mal, nehmen wir mal von der 6. Neues Rezept. Sauber. Und ein Seesaphirstaub. Das ist natürlich auch etwas für die Kiste. Denn als Magier bist du immer eigentlich dabei, eigentlich nur noch Klamotten für dich selber, dass du einfach übelst krass werden kannst. Klamotten zu holen. Kommt da bestimmt der Feuer? Nein, kommt es nicht. Jetzt will ich gerne wissen, wo denn das Portal ist. Weil darauf bin ich immer schnell suche, auf das schnell, wo das Portal ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts runterfallen in dem ganzen Chaos. Was ist denn hier? Ach stimmt, hier unten war eine Kiste, die wir auch schon geholt. Die war so ein bisschen versteckt, hier so ein bisschen sneaky. Und wieder so ein schönes Kristall. Oh. Aua. Das ist ein bisschen gemein, Jungs. 2 gegen 1. Gelbes Portalfragment. Immer gern gesehen. Immer gern gesehen sowieso, weil irgendwann brauchen wir dann die ganzen anderen Farben. Oder er mischt das, ich weiß es gar nicht. Eisrosen, da können wir ein bisschen was craften, sehe ich schon.